Hallo und willkommen zu einem weiteren Battlecheck. Heute schauen wir uns an die Open World Kriegsfront. Denn es gibt ja nicht nur die instanzierte Schlacht um zum Beispiel Burg Stromgarde im Arathi-Hochland, sondern es gibt dann das Gebiet Arathi-Hochland auch als 120er-Variante in HD in der alten Welt so zum Begehen. Und dort kann man dann eben auch als Maximalstufe-Spieler einige Sachen erledigen. Und das ist jetzt in der Beta drin, deswegen wollte ich euch das alles mal zeigen. Aber vorher bin ich hier jetzt in Suldasar City, der Hauptstadt von Sandalar. Und hier hat sich einiges getan am Hafen, denn hier wurde jetzt der Kriegsfronten-Hub eingerichtet. Und wir sehen hier sehr, 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 sehr viele Grunzer der Horde. Die warten alle darauf, eingesetzt zu werden. Und dann sieht man hier noch so ein paar andere NPCs. Dort vorne steht auch der Kriegstisch, wo man sich dann für die Kriegsfronten anmelden kann. Aber das geht ja nicht immer einfach so. Falls ihr es noch nicht wusstet, nochmal hier die kurze Erklärung. Also, es gibt die Open-World-Kriegsfront und die instanzierte Kriegsfront. Das ganze System läuft so ab. Jede Woche wechselt die Herrschaft über das Kriegsfrontengebiet. Das läuft ganz automatisch. Jede Woche einmal Allianz, einmal Horde. Der die Herrschaft hat, kann in diesem Gebiet dann zum Beispiel Weltbosse töten, Weltquests machen und verschiedene anderen Aktivitäten hinterhergehen. Die Fraktion, die dieses Gebiet nicht hat, die muss Ressourcen sammeln. Und das kann man hier zum Beispiel in diesem Kriegsfronten-Hub, wo ich gerade drin stehe. Wenn wir auf die Weltkarte gucken, dann sehen wir hier auch so ein ganz fettes Horde-Symbol. Und da steht auch Kriegsfront, Schlacht um Stromgarde, Active. Das ist, weil die Ressourcen gerade gesammelt wurden. Man kann sich jetzt für die Kriegsfront, also für die instanzierte Kriegsfront, anmelden. Wenn das hier noch nicht aktiv ist, dann ist hier eine Progress-Leiste. Und auf dieser Progress-Leiste sieht man dann, ja, du musst noch so und so viel Prozent der Ressourcen sammeln. Wie sammelt man Ressourcen? Hier stehen überall so NPCs. Hier ist diese Brutzel, Ingenieurskunst, dann gibt es hier Loga, Bergbau und Schmiedekunst. Hier in dem Häuschen stehen auch welche, Alchemie und Kräuterkunde. Hier Zahlmeister Grinsbacke und Rüstmeisterin Rauka. Und dann ist hier noch Juwelierkunst, Schneiderei, Verzauberungskunst, Kochkunst und Angelbedarf. Was ist hier noch drin? Nichts. Die essen hier. Alles klar. So, bei diesen ganzen NPCs, hier ist auch Lederverarbeitung noch und Inschriftenkunde. Bei diesen ganzen NPCs geben wir Handwerksmaterialien ab. Und hier bei den beiden kann man noch Gold und Kriegsressourcen abgeben. Und für jedes Mal abgeben, das kann man einmal täglich machen, außer die Kriegsressourcen bei der guten Dame hier, die kann man immer abgeben. Für jedes Mal abgeben wird dann die Fortschrittsleiste ein bisschen erhöht. Das Ganze funktioniert regionsweit, heißt also ganz Europa sammelt daran, dass die Fortschrittsleiste 100% erreicht ist. Ja, und wenn die Fortschrittsleiste dann auf 100% ist, kann man sich eben für diese Kriegsfront wieder anmelden. Und dann kann man diese Kriegsfront auch die ganze Woche lang noch spielen, solange man es eben halt geschafft hat, oder von dem Zeitpunkt an, von dem man es geschafft hat, diese 100% zu erreichen. Wenn man es früher schafft, kann man öfters die instanzierte Version spielen. Wenn man es nicht so früh schafft, dann kann man es halt noch kürzer machen. Aber wenn die Woche um ist, dann wechselt das ganze Spiel. Dann muss die Allianz eben an ihrem Hafen irgendwo in Boralus die ganzen Ressourcen abgeben. Und die Horde hat dann die Herrschaft über zum Beispiel das Arathi-Hochland. So, und nun bin ich auch wirklich in der neuen HD-Variante des Arathi-Hochlands in der offenen Welt. Man kann hier sogar drin fliegen. Also wirklich einfach so ein HD-Gebiet reingeschmettert in die alte Welt. Sieht komplett gut aus, hat eine neue Himmelsbox, hat alles, was man möchte. Sieht halt aus wie ein Gebiet in Legion, nur nicht so detailreich. Aber es ist auf jeden Fall äußerst schick. Und hier ist jetzt zum Beispiel Hammerfall, die Festung der Horde. Hier kann man jetzt im Moment nicht ganz so viel machen. Hier sind noch nicht alle Funktionen drin, aber hier ist zum Beispiel auch ein Portal, um dann zur Festung dort hinten zu kommen, wo man auch die Kriegsfront spielt. Hier sind ein paar NPCs, Händler und Stallmeister, Reparieren, Metzger und so weiter. Aber das ist jetzt nicht die Variante, wo man auch zum Beispiel normal drin questen kann als Low-Level-Charakter. Man kann hier weiterhin sich aber zum Beispiel auch für das Arathi-Hochland anmelden als Schlachtfeld. Das funktioniert, aber die Quests und so weiter, die sind nicht mehr alle zu 100% da. Wir fliegen jetzt mal ein Stückchen weiter, damit ihr das alles noch ein bisschen besser sehen könnt. Aber ich blende hier jetzt auch mal direkt das Interface ein, damit ihr etwas seht. Nämlich auf der Minikarte sind hier jetzt diverse Rare-Mobs. Und die sind auch alle Level 122 oder Level 120, die normalen Mobs. Also das ist hier jetzt ein Max-Stufe-Gebiet. Und diese Rare-Mobs, die sind auch wirklich Content. Die haben hier zum Beispiel jetzt 1879k Lebenspunkte. Die besiegt man eher mit so einer 5er-Gruppe oder mit so einer 3er-Gruppe zumindest.
Und diese ganzen Rare-Mobs, die lassen dann halt auch die gleichen Sachen fallen, wie zum Beispiel die seltenen Gegner auf Sanala und Kultiras. Hier ist schon direkt der nächste. Wen haben wir hier? Echo von Myzrael, auch ein Rare-Mob. Und die lassen halt auch ganz viele kosmetische Sachen fallen, zum Beispiel Pets und auch Mounts. Wir können hier zum Beispiel mal nach dem Echo von Blablub suchen hier. Das Titanenkügelchen lässt sie nämlich fallen. Echo von Myzrael, Arati-Hochland steht hier auch als Beschreibung. Also, wer Sammler ist, der hat hier auf jeden Fall viel zu tun. Denn es gibt, ich glaube, mich zu erinnern, irgendwie über 15 Pets oder so und 5 Mounts und so weiter. Genauere Zahlen gibt es auf der Webseite. Hier auch ganz viele Rare-Mobs, Sängerin, Darbell, Montrose und was weiß ich alles. Die Sängerin ist scheinbar da irgendwo in der Hütte. Da, so. Und so weiter und so fort. Und natürlich halt, wie gesagt, hier alles in HD. Da fühlt man sich wohl, würde ich sagen. Vor allem, wenn man Classic mochte, dann wird man dieses Gebiet wahrscheinlich sehr mögen. Hier ist jetzt auch was Interessantes, denn hier steht ein Weltboss. Die heulende Verdammnis, das ist der Weltboss, den jetzt die Allianzler töten können, wenn sie eben gerade, so wie es eben halt so ist, die dominante Fraktion in diesem Gebiet sind. Dann ist diese heulende Verdammnis für uns gerade freundlich, für sie aber gegnerisch, und das ist dann eben halt ein Weltboss, den sie töten können, wo auch normale Raid-Beute droppt. Leider kann ich das hier jetzt im Abenteuerführer nicht zeigen, denn hier ist eben halt nur unser Weltboss, nämlich der brüllende Löwe, auch so eine Kriegsmaschine der Allianz. Und die würde hier irgendwo stehen, wenn eben die Horde das Gebiet dominieren, aber das ist jetzt eben halt nicht so. Wir können keinen Weltboss gerade töten, aber die Allianzler. Und hier kommen wir jetzt auch in das Kriegsfrontengebiet, das wirkliche. Also da vorne ist ja Burg Stromgarde, da ist das Lager der Horde. Das ist jetzt gerade zerstört, wie man sieht. Hier brennt es und ist alles so ein bisschen kaputt. Die Gebäude sind alle zerstört worden. Und hier sind überall Geister drin, auch Rare-Mobs. Hier zum Beispiel die schreckliche Erscheinung ist auch wieder ein Rare-Mob. Und so weiter und so fort. Das möchte die Horde gerne wieder aufbauen, aber dafür müssen sie eben erstmal die Ressourcen sammeln in der Hauptstadt, was ich ja vorhin am Anfang des Videos gezeigt habe. Die Lager der Allianz sind bis hier vorne aufgebaut. Hier stehen auch überall NPCs herum, bis eben dorthin in Burg Stromgarde. Aber wir fliegen da jetzt nicht hin, sondern wir bleiben mal hier, denn man hat hier eine Quest, wie ihr seht. Das ist nämlich die Einführungsquest für die Open-World-Kriegsfront. Hier ist jetzt Whistle Silberfinger, erkundet die Front. Die Allianz hat nun seit einiger Zeit nicht mehr angegriffen und wir auch nicht, um ehrlich zu sein. Es sollte jetzt sicher genug sein, um die Lage da draußen auszukundschaften. Meldet euch bei unseren Vorarbeitern in der Mine und dem Sägewerk. Es wäre gut zu wissen, dass sie nicht Reis ausgenommen haben und dem Tod in die Arme gelaufen sind. Und dieser Mob greift mich die ganze Zeit an, da habe ich keinen Bock drauf. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal die Quest hier an. So. Und jetzt, ups, können wir nämlich, glaube ich, auch einen Rundflug machen. So. Genau. Jetzt gehen wir hier in die Rakete und fliegen hier ein bisschen rum und er erzählt uns ein bisschen was. Keine Sorge, es ist nicht weit. Ich möchte euch nur ein paar Stellen zeigen, an denen wir es mit Angriffen der Allianz zu tun hatten. Nur für den Fall, dass, naja, ihr ein paar von denen töten müsst. Dort drüben im Osten ist der Zirkel der Elemente. Dort gibt es große alte Steintotems, gigantische Feuerelementare und riesige Kreise auf dem Boden. Dort drüben, das ist Neuhof, ein Hof mit Weideland. Nichts Besonderes. Interessantes. Da vorne seht ihr gleich den Hochstand und dahinter, das ist Burg Stromgarde. Der Feind, der Ort, den wir einnehmen müssen. So, das reicht. Bringen wir sie runter. Ja, das war jetzt so eine kleine Rundtour oder so eine kleine Ausschau über diese Kriegsfront. Wieso auch immer das hier ist. Für die, die es halt nicht kannten, können sich da dann eben halt... Oh, jetzt wird man hier in den Boden reingefused. So, für die, die es nicht kannten, können sich dann die Kriegsfront einmal von oben anschauen, aber... Wir kennen sie ja schon. Und wie gesagt, hier sind überall Rare-Mobs. Wenn man hier jetzt weiterfliegt, am besten ein bisschen höher, weil sonst wird man nämlich von den NPCs angegriffen. Dann erscheinen hier noch mehr Rare-Mobs hier. Kovok oder Faulbach. Oder Fotzruck gibt es auch. Den Elementar, den kannte man auch schon aus der alten Version des Arati-Hochlands. Hier ist auch ein Rare-Mob. Den kann man jetzt zum Beispiel gerade auch gar nicht angreifen, sehe ich. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber hier ist dann auch die Mine und so weiter und so fort. Was genau man hier wirklich dann macht als Hortler, außer Rare-Mobs zu töten, das kann ich euch aktuell nicht sagen, weil das System halt noch nicht zu 100% implementiert ist. Die Festung der Allianz ist jetzt alles natürlich heile, weil sie haben gewonnen, im Gegensatz zu dem von der Horde. Hier sieht man auch das schicke Rathaus der Allianz, was echt äußerst schick ist, muss ich mal sagen. Aber ich glaube, das ist sogar das Gebäude, was eh in der Garnison steht oder so ähnlich zumindest, aber egal. Hier ist der Altar der Stürme, hier ist auch ein Portal zurück
nach Sturmwind. Genau, hier fühlen sich die Allianzer dann wohl. Und die Allianzer bekommen dann hier halt auch Quests und so weiter, wenn sie die Kriegsfront eingenommen haben. Man redet ja auch schon mal von Weltquests, ob das der Fall ist. Das ist noch fraglich, weil das System, wie gesagt, noch nicht komplett fertig ist. Aber man kann hier auf jeden Fall sehr viele von diesen Rare Mobs töten. Die Weltbosse, die lassen unter anderem auch diese Transmog-Rüstungen fallen, die diese schicken Allianz- und Horde-Rüstungen darstellen von dem Design her. Aber wahrscheinlich wird man hier dann auch noch andere Sachen machen können. So, jetzt fliegen wir noch da hinten einmal zum Zirkel der Elemente. Habt ihr den auch nochmal gesehen? In HD. Mit dem Türmchen der Allianz. Und hier ist dann auch der brennende Goliath, auch ein Rare-Mob, den man dann eben halt als Hortler töten kann. Wenn die Allianz dann eben halt hier die nicht dominierende Fraktion ist, dann ist natürlich die Festung dort aufgebaut und Stromgrad ist zerstört. Und die Allianz hat dann eben halt dort hinten ihr Lager, wo die Allianz generell schon immer ihr Lager hatte. Die Flugpunkte, die funktionieren auch noch alle. Man kann ganz normal hier hinfliegen. So, hier ist ja das Lager der Allianz, da können sie dann eben halt hin. Und dann haben sie hier auch ganz viele Rare Mobs, nicht die gleichen wie die Hortler, denn oft sind diese Rare Mobs ja auch irgendwelche Fraktionsgegner. Aber hier gibt es ja auch so ein paar neutrale Gegner, irgendwelche Dinosaurier, also diese Raptoren, die hier sind, oder Elementarbestien oder was weiß ich, was es hier alles gibt. Da ändert sich das dann eben halt, aber man kann dann natürlich als Hortler nicht mehr die Allianz-NPCs töten, die Rare Mobs waren. Also das Wechselspiel ist hier dann auch interessant, weil man eben halt, wenn man dominiert, nicht so viele Rare Mobs hier mehr stehen hat. Jetzt fliegen wir nochmal raus aus dem Gebiet, denn da kann man auch nochmal was Schickes sehen. Hier sind übrigens auch nochmal die Ogre, die es hier früher auch gab. Genau, jetzt fliegen wir da hinten zum Ausgang des Arathi-Hochlands, denn ihr fragt euch jetzt natürlich, ja toll, aber ich möchte hier auch nochmal questen oder so. Ja, hier steht, tada, wie heißt sie? Sidormi. Da kann man sich wieder ins alte Arathi-Hochland teleportieren lassen, wenn man das neue eben halt schon freigeschaltet hat. So, wir sehen schon direkt, ist nicht mehr HD, hässliche Himmelsbox, hässliche Texturen. Und man ist jetzt wieder im alten Arathi-Hochland und kann hier normal die Low-Level-Quests machen. Genau, so funktioniert das ganze System hinter diesen Open-World-Kriegsfronten. Später kommen ja noch andere Kriegsfronten ins Spiel hinein. Es gibt ja schon so Hinweise darauf, dass im Brachland eine stattfindet. Und sehr wahrscheinlich wird es dann eben halt auch vom Brachland zum Beispiel eine HD-Variante geben, wo dann auch ganz viele Rare Mobs und so weiter drinstehen. Und da kann man dann auch Open-World-Aktivitäten machen, neue Weltbosse und so weiter. Im Laufe der Erweiterung sollen dann ja immer mehr und mehr Kriegsfronten freigeschaltet werden, damit eben halt auch dieser Krieg zwischen Allianz und Horde an Fahrt aufnimmt. Gut, das war es dann eigentlich auch von diesem Video. Man darf gespannt sein, wie es hier weitergeht. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.